So, Kinder, jetzt bin ich aber ein bisschen angehalten. Ich will nämlich... Ich überlege gerade, wie ich das weitermache. Ich will nicht Petersilie die ganze Zeit trainieren, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig, weil die ganzen Pokémon, die ich haben möchte, erst sehr spät im Spiel kommen. Ihr kennt mich ja. Ich habe immer so Vorstellungen vom Leben. Die sind nicht gut. So, jetzt überlege ich gerade. Ich habe hier ein Glas. Ach so, da war vorher Energy drin. Ja, gut. Da kann ich ja, wenn da jetzt Bier drin gewesen wäre und ich muss heute noch zu Latein, das ist nicht so. Selbst nur, dass so Rückstände ist. Das schmeckt aber auch nicht. Also wie auch immer, ich bin dann aufgewacht und alles war doof. Nicht schlecht, du hast viel Schwung. Und er hier, er ist wichtig. Von dem brauchen wir unbedingt die Nummer. In den Bergen sind wir Wanderer in unserem Element. Wow, du bist ziemlich stark. Gibst du mir deine Telefonnummer? Ich melde mich, wenn ich nochmals kämpfen möchte. Also Leute, Fairy Teddy guckt immer zu, wenn ich sie beleidige. Also wenn du jetzt zuguckst, also jeder, der gegen ihn hier verliert. Ach, ich sag nichts, ich rede nicht weiter. Tom. Schon ein cooler Typ. Tom Arte. Mit Bruder Jerry. Melde mich, falls es Neuigkeiten gibt. Hey Tom, weißt du überhaupt, wie man ein Handy benutzt? Ich ruf dich mal eben an. Was geht, Kerle? Tom. Alter, wir haben die Nummer von Angelo, dem Angler, nicht mitgenommen. Scheiße, das müssen wir doch machen. Das ist wichtig. Du musst diesen Gesprächspartner zu Fuß aufsuchen. Er ist gerade rangegangen und hat gesagt, Mütze, du musst diesen Gesprächspartner jetzt mal zu Fuß aufsuchen, ne? Der schwarze Mann. Hilfe. Geh weg. Ich bewaffne mich jetzt mit einem Kugelschreiber und geh nach vorne. Hey, Jesus, Maria und Josef. Ich krieg dich kaputt. Jetzt mal mit Anlauf, so von der Seite. Na, Opa, guck mal zu. Es ist gefährlich, da hineinzugehen. Deshalb stehe ich hier Wache. Bin ich nicht ein barmherziger Samariter? What? Der Phlegmon-Brunnen ist auch bekannt als Regenmacherquelle. Die Leute hier glauben, dass das Gen eines Phlegmons Regen ist. Oh Gott. Laut den Aufzeichnungen soll das Gen eines Phlegmons vor 400 Jahren eine Dürre beendet haben. The fuck. Jetzt weiß ich, warum so Menschen wie ich keine gute Position in der öffentlichen Gesellschaft haben, weil sie auf solche Sachen wieder stoßen und alle Leute das glauben und dann hinterher die Skeptiker wieder nicht, zu Recht. Alle Phlegmons sind aus der Stadt verschwunden. Ich hörte, dass ihre Routen verkauft werden. Oh, geil. Kann ich die irgendwo haben? Ah, die sind ja so teuer, habe ich ja gesehen. Holzkohleofen. Moin. Ich will Kohle haben. Gib mir deine Kohle. Alle Phlegmons sind aus der Stadt verschwunden. Vielleicht ist der Patron des Waldes zornig auf uns. Es kann ein böses Omen sein. Besser, wir bleiben zu Hause. Ja, macht nichts dagegen. Hier ist zwar Team Rocket, aber haut ihn nicht kaputt. Bleib lieber zu Hause. Es muss wieder ein Vorschüler tun. Warum auch nicht ein Vorschüler? Ja, was? Ja, komm, ihr seid eine ganze Stadt voller Erwachsene. Scheißegal, schickt mal den Vorschüler dahin. Der kriegt das hin. Wo sind nur alle die Phlegmons hin? Sind sie irgendwo zum Spielen hin? Was? Und was hast du? Ihr seid doch alle bekloppt hier. Was ist mit dir denn los? Bist du gekommen, um Kurt zu bitten, dir ein paar Bälle zu machen? Eine Menge Leute wollen das. Balls of Steel. Hast du schon mal deine Phlegmon-Route probiert? Sie soll sehr lecker sein. Du bist sicher froh, dass ich dir das gesagt habe. Ich liebe Gespräche. Ich liebe Gespräche, Leute. Und ich putze mir nochmal die Nase. Moin. Hier gibt es keine Superbälle. Ich werde mit Pokébällen auskommen müssen. Ich wünschte, Kurt würde mir einen seiner Bälle machen. Kurt. Ein Superball eignet sich besser zum Fangen von Pokémon als ein Pokéball. Aber manchmal sind Kurts Bälle besser. Ach, Annette. Guten Morgen, Möpfe. Hier ist Annette. Hab ich dich geweckt? Hallo? Heißt du Kai oder was? Wie geht es deinen Pokémon? Ich halte mein Nidoran weiblich in Topform, indem ich regelmäßig Pokémon Center besuche. Stell dir vor, was passiert ist. Ich habe es schon wieder nicht geschafft, ein Voltilam zu fangen.
Vielleicht bin ich einfach zu schlecht. Bye, bye. Hab ich dich geweckt? Wie viel warm ist denn gerade, dass du mich hier weckst? Transe, du. Ach so. Ja, da kommt's ganz schnell mal vor, dass man mich weckt. So um 5.33 Uhr morgens. Was haben wir denn mal hier zu verkaufen? Holzkohle, verstärkt Feuer, was? Ist aber teuer, Kumpel. Nö. Okay, Leute, ich will jetzt mal den Brief kaufen. Ich hab damit nämlich was vor. Ich hab damit was vor. So, den nehme ich mit. Danke. Ihr werdet später sehen, was ich damit vorhabe. Es dauert noch ein bisschen, bis ich das wahr mache, aber ich werde es auf jeden Fall tun. Gehe durch Azalea City und du landest im Steineichenwald. Aber diese dürren Bäume machen es unmöglich weiterzukommen. Die Pokémon des Köhlers können die Bäume mit dem Zerschneider fällen. Cool. Coole Sache, Kerle. Es ist ein Obstbaum. Hey, da ist eine Aprikoko-Wzz erhalten. Mütze steckt Aprikoko-Wzz in Itemtasche. Was sind Aprikoko-Wzz? Kann ich das essen? Hallo? Einmal bitte Aprikoko-Wzz mit Currysoße, bitte. Eine weiße Aprikoko. Wie sieht dieser Blumenbrief eigentlich aus? Gib. Nee. Ich will den nicht geben. Ich will mir den nur angucken. Die Fleckmons sind verschwunden. Wurden sie von bösen Leuten gestohlen? Ich bin hier in der Handelbank, ich bin der Werkmeister. Ich arbeite hier auf so einem Kissen. Jawohl, und jetzt drehe ich mich eine Runde. Juhu! Nein, warum sollte ich das tun? Das macht keinen Sinn, ich will mich nicht drehen. Und der will mir nur noch schlecht. Hä, wer bist du denn? Mütze, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie im Brunnen und verschneiden die Routen von Fleckmons ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Haltet durch, Fleckmons. Der alte Kurt ist auf dem Weg. Hört, hört, hier kommt der Kurt. What? Gehen wir mal hinterher und gucken mal, was der alte Mann da macht. Oha. Hat er den jetzt verprügelt? Hallo Mütze. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Oh Kacke. Ich bin so hart auf meinem Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist. Wenn ich fit wäre, würden meine Pokémon sie bestrafen. Ach, mir ist nicht zu helfen. Mütze, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Grundschüler! Mehr will ich nicht sagen. Gut. Was hat Kürbis denn da? Egal, Kürbis ist jetzt Number One. Forever Number One. Mist, ich stand da oben Wache, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier hinuntergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Rocket Rüpel. Er hat keine Peitsche. Ich glaube, die wussten da zum zweiten Spiel. Mensch, lass mal die scheiß Peitsche weg. Vielleicht finden wir ja hier doch irgendjemanden, der eine Peitsche hat. Ich bin gespannt. Gibt's ja nichts für so einen schönen Schluck Wasser, wa? Doch, Cola. Oh Gott. Leute, ich muss mal ganz kurz niesen, bis gleich. Uah. Na, das war nötig. So, Radfratz. Möchtest du wechseln? Nee. Geht auch so. Radfratz ist in the Battle Royale. Oh, what? Mach mal keinen Stress hier, Kumpel.
Ich kriege ja richtig Schiss, wenn du hier solche Sachen machst. So, diese 10 Lebenspunkte, die man da rückerstattet kriegt, das ist ja auch mittlerweile nicht mehr so viel. Das ist ja eher wenig. Oh Gott, Kürbis, du lässt dich doch wohl nicht von so ein paar Vorschülern da fertig machen. Nein. Lass das bleiben. Nee. Arr, heute ist nicht mein Tag. Oh Gott, hast du den Examenschuh auf oder was ist da los? Wir sollten aufhören, den Fleck uns ihre Huden abzutrennen? Ja, versuche uns alle zu besiegen, du Trottel. Na, ich schaff's ja eh nicht. Gucken wir mal. Ja, jetzt hat's auf einmal keinen Hut mehr auf, oder was? What? Subat! Ach du Scheiße. Gefährlich! 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 Nein! Lass das! Lässt du das wohl sein? Du lässt das wohl sein. Ja, das kannst du tun. Das kannst du gerne machen. Käferattacke hier gegen mich ist alles super. Mach weiter. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn du das tust. Aber das mit dem Supershell, das lässt du bleiben. Nein, 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 nein. Oh Gott, da fliegen schon die Vögelchen. Hilfe! Kürbis ist verwirrt. Kürbis haut sich selber auf die Fresse. Nein, Kürbis macht das natürlich nicht. So verwirrt kannst du gar nicht sein, Kumpel. So, Rocket Rüpel setzt Rattan ein. Ja. Schon allein wegen der Verwirrung sollte ich dann mal wechseln. Kürbis genug, komm zurück. Los, Petersilie. Tackle. Putz. Weg mit euch. Das ist ja richtig geil hier. Ja, lass das sein. Lass das sein. Ich gewinne trotzdem. Pass auf. Wutz. Ende ist. Zack. Petersilie, der Fahrhund. Wumm. Spiel zu Ende. Die Wiese ist gemäht. Vorlautes Balk. Aber hier. Meine Siegestatistik gibt mir gerade ein wenig recht. Okay. Supertrank. Ja, Supertrank. So eine Sache, die ich nie verstanden habe in diesem Spiel. Pass mal auf, da steht bitter. Warum ist der bitter? Die muss das doch nicht saufen. Hast du das mal gesehen, wie das passiert in der Sendung, wenn die dann Trank benutzen? Das kriegen die Pokémon, das kriegen die nicht zum Saufen. Das ist so zum Aufsprühen. Wie so eine Gardena-Pumpe ist das. Verdammt nochmal, womit du dein Unkrautex über deinen Vorgarten schmeißt. Sowas ist das. Und nicht, keine Ahnung, ein Glas Milch oder sowas. Das ist nicht bitter. Das brennt vielleicht ein bisschen in den Wunden, aber sonst auch nix. Aber dann ist auch gleich wieder gut. Taste of Power nennt man sowas. Meine Fresse. Wir sollen aufhören, den Fleckmons ihre Runen abzutrennen. Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Da wären wir ja freundlich. Das geht ja gar nicht. Hallo. Fehlt ja eigentlich noch, dass er so einen Mittelfinger da oben raus hat. Guck da gleich mal drauf. Kann man bestimmt mal richtig geil editieren. Glaube ich ja, wenn hier der Zwiebelotter mal seine Pokémon-Edition fertig baut. Ja, wollte er machen. Pokémon Map Baron oder so. Ja, die wollte er bauen. Ja, Pokémon Map Baron. Map Baron. Schöner Map Baron. Kürbis erhält Erfahrung und da kommt Zubat. Du bist kein Gegner für mich, Kumpel. Du bist jetzt nämlich kaputt. Weg. Tschüss. Aus. Ende. Mickey Maus. Galeratiada, sagt man da. Nein! Nee, 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 nee. Triff es, bitte triff es. Nein, nein, nein! Nein! Oh, genau. Zieh mal einfach alle Lebenspunkte gleichzeitig ab, jawohl. Du bist doch so eine Knutschkugel, du kriegst das doch hin, kannst das doch ab. Ist nicht mehr verwirrt, genau, und jetzt putz, weg damit. Beiß ihm mal so ein bisschen in die Nase, hat er nicht. Egal, beiß trotzdem da mal rein. Flügel oder so. Oh, noch ein Super, nein. Wenn schon die wilden Pokémon hier alle Zubat sind, warum können dann die Gegner nicht mal andere Viecher schmeißen? Dinge, die ich niemals verstehen werde. Platz 1. Pokémon. Zubat. Warum so interessant? Überhaupt Random Encounters... Packe. Finde ich doof. Mag ich nicht. Ist scheiße. Geh weg. Wurm. So,
Rocket Rüpel wurde besiegt. Du bist zu stark. Mütze erhält $360 und schickt einen Teil nach Hause. Hatte ich mich auch schon mal drüber ausgelassen, dass die Mutter da die ganze Zeit das Geld von mir abzwackt und sich davon eine neue Küche kauft und all so ein Blödsinn. Die kauft sich davon Schnaps und alles. Ein Fleckmann trägt einen Brief. Lies ihn. Mütze liest den Brief. Sei so lieb und kümmere dich bitte um Opa und das Fleckmann. Danke, Papa. Oh, das ist ja fies. Ich werde euch alle bestrafen für eure Missetaten hier. Hier, ich arbeite. Irgendwelchen armen Viechern die Schwänze abschneiden? Soll ich das mal bei dir machen? Hier, da einfach noch so ein Mittelfinger vorne raus. Ich glaube, ich habe meine Maus gerade an. Hier so, da. Einfach so, so. Flock. Flock. Verpiss dich, Junge. Rocket Rüpel schickt Smogon in den Kampf. Los, Kürbis. Warum müssen solche Menschen eigentlich immer Handschuhe tragen? Ich finde Handschuhe extrem unpraktisch. Ich hasse Handschuhe. Auch im Winter hasse ich Handschuhe. Ich finde Handschuhe scheiße. Jeder... Ich weiß so, bei der Bundeswehr, da war immer Handschuhpflicht, muss alles getan sein, bla bla bla. Ich meine, wenn man wirklich so einen, ja, so einen Feind vor sich hat, der einen nicht sehen muss, dann sehe ich das ja ein, aber du kriegst damit nichts hin, du kannst doch nicht mal deine Jacke ordentlich zumachen, wenn du Handschuhe trägst. Geschweige denn einen G36 auseinanderbauen, das geht gar nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Nein, glaub mir, es geht nicht. Ich glaube, dieses Smogon haut mich gleich um. Aber egal, wir haben ja noch Petersilie. Petersilie ist ja noch da. Peter, du packst das. Los, weg mit dir, Smogon. Volltreffer, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt, hau ihn um. Zack. Oh, das war der Lucky Punch. Das war der Lucky Punch. Hehehe. So, hast du noch eins? Nö, das war's für dich jetzt, Kumpel. Du hast dich heute wacker geschlagen, Kleiner. Wir sehen uns. Yeah, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen, aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhe sorgen.